Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Dieses Mal sind wir kurz vor der HRV-Maschine und sollen diese jetzt aktivieren. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Ich glaube, jetzt kommt irgendein... Hallo nochmal, Direktorin. Wir haben ein neues Problem. Wir müssen die HRV-Maschine in Gang bringen. Ich habe schon mal Zündkerzen ausgetauscht. Aber das sieht etwas komplizierter aus. Darling muss ein System gehabt haben. Er hält nichts von Zufall. Die Lochkarten, die Symbole, die Terminals. Wie hängen sie zusammen? Ich sehe, was ich tun kann. Naja, war mir ein Vergnügen. Okay. Jetzt habe ich das. Also, okay, alles klar. Die Lochkarten sammle ich jetzt mal ein. Wir müssen also alle Lochkarten finden. Jawohl. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5. Jetzt habe ich schon 3. Lag die davor schon hier? Hier ist 4, ne? Gut, also. Die sind durchgestrichen. Also 1. 1 und 4. 4 ist das mit den... Das ist 4. Richtig, richtig. So. Dann 1 ist das da. Und die anderen müssen wir halt dann schauen oder was? Ausprobieren. Das ist ein bisschen blöd. So. Too strong. Leaks out. Jede Lochkarte sollte zu einem Terminal passen. Ja, ach. Away in. Change. Also hier ist halt, das sieht aus wie ein Smiley. Hier sind die beiden, aber die sind durchgestrichen. Feedback Loop. Dimension. Warte hier, ich tu mal den oben noch mal raus. Der wurde ja auch. Auf den Whiteboards könnten wichtig sein. Echt jetzt? So. Also hier ist 1 und 4 ist dann so. 1 und 4 ist so. Wo ist 1 da? 1. Zwei. Er schien an etwas zu arbeiten, das mit diesen Symbolen zu tun hatte. 2. 3. Drei, vier. Ja, dann passt es doch. Vier. Und 5. Gut. Also, mal schauen, ob es stimmt. Ist das die 5? Ja. Was bedeuten die Symbole? Ich weiß es nicht. Aber ich habe recht. Hmm.
Das Prisma ist zerbrochen. Darlings Prototypen sind problematisch. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in der Wartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in der Wartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut, ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Was zum... Was? Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Nice. Hier waren, glaube ich, nur Türen mit 5 und 6. Also der Schlüsselkarte 5 und 6. 6. Ah, geil, jetzt sind wir hier. Cool. Warte mal. Warum ist das jetzt zu? Oder war das davor auch schon? Kommt da jetzt neue? Nee. So. Jetzt. Danke.
ich finde das ist schon cool. Die Sniper. Aber. Aber es braucht halt wirklich um nachzuladen. Ne? Was ist der Sessel-Forza hier? Ha. Oh Gott, nee. Ganz ehrlich, kein Bock. Wieso... So, warte, ich schau mal kurz Missionen. Untersuchen Sie Objekt der Macht. Jesse erfährt von einem weiteren Objekt der Macht, einer Röntgenlichtbox. Wo muss ich da hin? Also muss ich doch da hin. Da war ich schon drin. Möchte ich wetten? Ja. Ah, genau, hier, ja. So. Das Lied ist halt immer noch da, oder die Musik? Okay. Zischknoten. Das mache ich danach. Was ist hier? Ich sehe es. Noch ein Objekt der Macht. Sie stehen bloß da. Völlig davon gebannt. Oh Gott, wie gruselig.
Gut, dann befreie ich die mal. ist das ist nicht dasselbe wie davor. Wäre auch zu leicht. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Karte ist. Verschiedene. Ich probiere einfach mal das, was gerade rausgekommen ist. Oder vielleicht ist hier was? Also, unten voll. Unten voll, Seite voll. Warte. Wieso soll ich das machen? So. Unten war voll. So war das. Ah, warte, ich mach einfach mal das, was man aus dem Augenwinkel sieht. Bitte geben Sie Ihren Namen für das Protokoll. Warren, Astronaut erster Klasse. Und Sie sind sich bewusst, dass eine Aussetzung zur Astralebene zu Tod, Behinderung, körperlichen Schäden, körperlicher Auflösung, kognitivem Zusammenbruch, Verlust des Ichs und teilweise bis vollständiger Demenz führen kann? Ja, bin ich. Und Sie erkennen an, dass Ihre Nutzung des Astralleiters, auch bekannt als Röntgenlichtbox, rein freiwillig ist? Ja, tue ich. Perfekt. Ihr Anzug sitzt? Ja. Okay, alles bereit. Tür öffnen für Mr. Warren, bitte. Mr. Warren. Verwenden, übernehmen, um die Astralebene abzuschließen. Goldkopie. Verwende übernehmen, um die Astralebene Herausforderung abzuschließen. Wie mache ich das? Steuerung.
Okay. Verwende übernehmen. Goldkopie. Hä? Alter, wie viel Damage hat er gemacht? Jetzt halt der F gedrückt, ja, bisschen zu spät. Irgendwie kann ich nicht mehr zielen, das ist echt seltsam. Wenn ich Rechtsklick mache, ist... Warte. Zielen. Das macht er nicht mehr. Geht meine rechte Maustaste nicht mehr. Alter, echt jetzt? Tja, also... meine rechte Maustaste geht nicht mehr. Sagenhaft. Jetzt muss ich so behindert auf der vierten Maustaste machen. Warte mal. Ihr Gehirn wurde gebraten, als ich das Objekt übernahm. Oh, stimmt. Die sind ja jetzt alle tot. Wie die das so ganz normal sagt. Oh, dein Hirn wurde gebraten. Hm, egal. Alter, was geht denn da ab? Thank you.
Da war doch gerade eine. So viele da. Ich kann das sogar aus der Ferne machen. Kann ich jetzt bitte... in Ruhe... irgendwas machen? Danke. Ja, das haben wir... Diesen wir nicht. Alter Verwalter. Dass die immer wieder kommen, ist ein bisschen nervig. Trainingskurs. Wo soll. Jetzt bin ich voll durcheinander. Gut. Aber das macht nichts. Wir fangen das Training dann in nächste Runde an. Nächste Folge an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.